Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zoo Tycoon. Wir haben in der letzten Folge das letzte Tutorial abgeschlossen und ich habe mich jetzt entschlossen, mit euch in den Kampagnenmodus zu gehen. Ja, und ich möchte hier gerne mit der Hauptkampagne beginnen. Die Szenarien der Hauptkampagne von 2013, also dem Erscheinungsjahr des Spiels, nehmen dich mit auf eine Reise um die ganze Welt und machen einen renommierten Zoo-Tycoon aus dir. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt in Angriff. Cambridge haben wir hier, Zoo-Inspektion, Tierquälerei vermindern, ne? Das ist gut. Zurück zur Natur. Kamerascheu. Hallo Indien, gutes Essen. Denkt an die Tiere. Landschaftslabyrinth will Tierkur. Ich würde vielleicht sagen, wir fangen erstmal an. Mit den leichten. Und würden einfach mal hier in dem ersten anfangen. Oh, Zeitlimit 30 Minuten. Ach, okay. Hier mit 20 Minuten. Das ist dann aber vielleicht nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das dann mit den Kampagnen überhaupt so gut ist oder ob ich dann nicht doch lieber Herausforderungsmodus mache. Wo ich quasi einen freien Zoo baue. Mit finanziellen Mitteln. Also nicht komplett frei. Weil ansonsten ist es schwierig, das in Folgen zu packen. Weil manche Szenarien sind zu lang für eine Folge, aber zu kurz für zwei Folgen und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dann machen wir vielleicht doch lieber den Herausforderungsmodus, sehe ich gerade. Haben wir einen Zoo in Deutschland, in Südeuropa? Gucke mal, Alpenzoo. Dieser in den Ausläufern der südlichen Alpen gelegene Zoo bietet den Tieren frische, saubere Luft und ein Leben in großer Höhe. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Oder aber wir fangen an mit dem ersten Zoo, der uns hier vorgeschlagen wurde. Dem Alaska Tierschutzpark, war der das? Klingt aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Dieser wildromantische Standort sollte nicht unterschätzt werden. Ein Zoo in dieser Gegend aufzubauen bedeutet jede Menge Arbeit. Glücklicherweise hat dir die Staatsregierung 25.000 Zoo-Dollar zur Verfügung gestellt, um ein Tierreservoir der Extraklasse zu errichten. Machen wir vielleicht einfach mal, oder? Ja, wir starten einfach mal hier in Alaska. Das heißt, heute wird's kühl. Das heißt, heute wird es sehr, sehr kühl. Das passt ja, weil momentan wird es ja auch im echten Leben doch immer deutlich kühler mit jedem Tag. Ich hoffe, es wird noch mal ein bisschen wärmer. Momentan haben wir echt nur noch so Temperaturen um die 13, 14 Grad rum. Das ist definitiv schon unterhalb meiner Wohlfühltemperatur, die so um die 24 Grad liegt, also deutlich drunter. Das ist so, meine Wohlfühltemperatur wären so 24 bis 32 Grad. So. Ja, ach, geringe Tiervielfalt. Na, sowas aber auch. Das hätte ich mir jetzt nie denken können, jetzt wo wir doch noch gar keine Tiere haben. Mach mal hier vielleicht erstmal was. Mach mal ein richtiges Gehege oder mach mal ein kleines? Vielleicht machen wir erstmal gemäßigte Waldzone in klein. Einfach, damit wir hier erstmal was haben. So. Dann verbinden wir das hier. Und was können wir denn da reinpacken für Tiere? Haben wir gesponserte Tiere? Crichton. Ich habe einen Löwen gesponsert bekommen. Aber ich weiß nicht von wem. Aber wir könnten ein neues Tier adoptieren. Lamas oder Bären? Vielleicht erstmal Lamas? Vielleicht erstmal was so ein bisschen nicht ganz so krass spektakulär ist. Guck mal, Matthew wäre ein Baby. Poppy ist erwachsen und Rocco ist auch erwachsen. Vielleicht Poppy und Rocco? Das Lama, Lama Glama, heißt das echt so auf Latein? Das kann ich mir kaum vorstellen. Das hat man doch noch gar nicht gekannt damals in den lateinischsprachigen Bereichen. Ist ein Lasttier und mit dem Kamel verwandt. Es ist in Südamerika heimisch. Mindestgruppengröße 4 Tiere. Oh Gott, aber das kriegen wir doch gar nicht unter hier. Die Besucher sind viel zufriedener mit der Tiervielfalt, weil wir jetzt ein paar Tiere hier drin haben.
Na, du? Gott, ist das flauschig. Es ist ja mal mega flauschig. Ja, Poppy wäre schon mal da, aber... Ach, da kommt unser Zweiter. Da kommt gleich Matthew? Nee, Rocco hatten wir. Er ist so flauschig. Mega niedlich. Aber jetzt müssen wir natürlich auch schauen, dass wir hier, Gegengegenstände bauen. Für die Interaktion zum Beispiel. Was könnten wir hier hinpacken? Vielleicht eine Fütterinteraktion. Dass wir da ein bisschen mit den Tieren schon mal interagieren können. Tierpflege wäre aber auch nicht so schlecht. Eine Waschstation. Pack mir da jetzt einfach mal hin. Und vielleicht noch, wo sie spielen können. Ich weiß aber nicht, was sie mögen. Nein, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Wo kann ich mir das nochmal anschauen, was sie gerne hätten? Tiere ansehen. Kann ich mir das überhaupt irgendwo ansehen? Oder sehe ich das erst hier bei den Gegenständen? Extras? Plateaus vielleicht, oder mögen sie lieber einen Unterstand haben? Guck mal, Lamas. Da geht er auf jeden Fall auch rein. Plateaus. Guck mal, das ist gut für Lamas. Dschungel jetzt vielleicht eigentlich eher weniger, aber wir haben sonst nichts. Aber das mögen die gerne. Da waren 3 Sterne dran. Wollen wir mal schauen, dass das hier... Oh, wir haben Mitteilungen. Das neue geschnitzte Kroko-Waschstation im Gehege wird bei deinen Tieren wahre Wunder wirken. Okay. Wollen wir mal schauen, dass wir... Komm mal ran, Rocco. Guck mal da hinten. Na, du. Ja, schau. Ja, das ist lecker, ne? Ja, ja, gibt ja noch was. Vielleicht hätte ich eher eine Futterstation bauen sollen, dass ich sie nicht jedes Mal eigenhändig füttern muss. Ansonsten geht es dem kleinen Mann jetzt aber gut. So, Poppy, komm du auch mal ran. Du kriegst von mir ein Äpfelchen. Na komm. Komm mal her. Oh Gott, die Höhle da oben ist einsturzgefährdet. Poppy. Das ist Rocco gewesen. Oh Gott. Rocco bespaßt gerade da hinten die beiden Kinder. Hey. Habitatzufriedenheit. Oh je. Aber ist das hier nicht zu eng für noch mehr? Ich weiß es ja nicht. Thank you.
Ja, guck mal, das ist nämlich zu groß. Das ist nämlich zu klein. Oh, es war jetzt vielleicht gar nicht so gut, dass ich hier... dass ich hier noch ein Männchen adoptiert habe, oder? Kann ich eigentlich hier irgendwie mein Interface ausblenden? Optionen? Kann ich nicht auch irgendwie mein Interface ausblenden? Wie konnte ich nochmal in den... Nein, wie konnte ich nochmal in den Fotomodus? Das habe ich jetzt alles gemacht. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Das ist ja super. Hahaha. Ha, ha. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Huhuhu. Aber ich sollte definitiv auch Stände bauen hier. Ein Getränkestand und ein Burgerstand kann auf jeden Fall nicht schaden. Oh, guck mal. Bekanntheitsgrad 2 haben wir jetzt. Schnabeltiere, Tempeltal Plateau. Aber Tiere haben wir keine weiteren freigeschaltet. Ne? Ansonsten, ich glaube, die Tiere kommen immer am Anfang. So, einen Getränkestand haben wir. Wir brauchen aber definitiv auch noch was, wo sie essen können. Guck mal da, und Stufe 3. Südlicher Tamandua und eine Spaltfußgans. Und jede Menge anderer Krams. Okay. Das wird jetzt erstmal hier komplett verbunden. Oh Gott, ich sehe schon, mein Zoo wird komisch. Oh, eine Herausforderung. Zoovorführung. Ein Tiermagazin braucht ein Foto von einem Exemplar der Tierart Lama. Nimm ein gutes Foto auf, das im Magazin verwendet werden kann. Boah, aber wie ging das nochmal? Fotografieren. Okay, P war die Kamera. Okay, dann komme ich mal hier unten hin und ich glaube, das... Das ist doch ein schönes Bild geworden, oder nicht? Gucke mal da, das Magazin war begeistert von dem Foto der Tierart Lama und hat dich wieder eine gute Fotografie bezahlt. Das ist doch super. Ja, ich habe noch keine Aufzuchtstation. Jetzt lass mich doch erstmal langsam, aber sicher hier. Gucke mal, ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Nein, das ist nicht so schön. Das gefällt mir von der Belichtung nicht. Muss man ja auch immer alles beachten, ne? Das Bild ist süß, das behalten wir mal. Alles klar. Was haben wir hier? Zoovorführung. Was ist das denn hier oben gewesen? Ach, er, da. Vervollständige die Zoosammlung, indem du 46 Arten adoptierst. Was zur Hölle? Ach nee, das ist nur...
dann wird dauerhaft Zeit für das hier. Besucher sehen gern bei sensorische Extras Interaktionen mit einem deiner Tiere zu. Sensorische Extras. Das klicke ich an und dann explodiert die Scheiße zu Konfetti. Ja, das ist natürlich praktisch. Extras, aber das ist doch ein Extra, oder nicht? Oder wie oder was? Vielleicht hätte ich doch irgendwie was Größeres bauen sollen, weil so fühlen sich ja die Lamas auch nicht so recht wohl. Wie groß ist denn... Ach, das muss ich erst erforschen. Wenn wir ein kleines Alpenplateau bauen... Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Dann könnten wir Beeren aufnehmen, den Zimtbeeren. Bumble und Pumpkin oder Trudy oder Blair. Nee, Blair ist mir zu teuer. Wir nehmen auf jeden Fall Bumble mal auf. Der Zimtbär Ursus americanus cinnamomum ist eine Unterart des amerikanischen Schwarzbären, die überall in den USA anzutreffen ist. Mindestgruppengröße 2, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann würde ich sagen, dann adoptieren wir auch 2. Und wir nehmen Trudy. Trudy klingt süß. So, dann haben wir nämlich ein Männchen und ein Weibchen, die können sich dann auch noch fortpflanzen und sie sind vor allen Dingen zufrieden auch, ne? Das ist ja auch nicht zu verachten. Oh, das Fell. Guck mal, wie flauschig das ist. Dreh dich mal um, Trudy. Nee, das ist ja... Das ist ein schönes Bild. Willkommen, Trudy. Ach, wie flauschig sie ist. Sie sind ja total süß, oder? Echt klasse. Aber da müssen wir jetzt mal schauen. Die fühlen sich hier eigentlich schon ganz wohl. Aber wir brauchen hier natürlich auch Gehegegegenstände. Tierpflege ist auf jeden Fall gut. Was haben wir denn hier? Löwentiger, Bären, Jaguare. Ist das für dieselben gut? So eine Futterkrippe ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich würde hier gerne auch noch ein Extra hinbauen, womit sie spielen können. Kratzbäume. Guck mal, der ist perfekt für Bären. Aber den müssen wir erforschen. Also das Erforschen ist jetzt nicht so mega teuer. Und guck mal, es geht doch total schnell. Dann erforschen wir jetzt den Rumpelbär-Kratzbaum. Der hat sogar einen Fisch quer in der Schnutte. So, plopp. Dann haben wir das auch freigeschaltet. Vielleicht noch Deko. Das ist natürlich wirklich das, was viele bemängelt haben, dass man hier halt nicht so, dass man nicht so die richtig, richtig krassen Möglichkeiten hat. Das kann ich auch verstehen, dass das manche bemängelt haben. Sensorische. Können wir das mit den Bären machen? Oh, guck mal, wir haben jetzt das Huayaca-Alpaka freigeschaltet.
Und Agoutis. Agoutis kennen wir auch schon aus dem... Können wir das nicht nutzen? Nee, ne? Ist das für Bären? Ist es ungeeignet? Macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wie willst du da mit einem Bär so sensorische Sachen machen? Dann vielleicht eher noch ein Extra oder Tierpflege. Brauchen die eine Waschstation? Waschstationen sind anscheinend für alle Tiere ganz gut. Guck mal, haben wir hier noch eine Elchwaschstation. Cool. Sehr nice. Ja gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aber für heute von euch. Ich bedanke... Nein, dahin. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Oh... Bumble genießt es aber. Oh, wow. Und da wird Trudy auch schon neugierig. Ja, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet bei Zoo Tycoon. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Bis dahin. Tschüss.